Ja, moin und guten Abend, liebe Viertklässler. Heute mal ein bisschen später mit dem nächsten Video. Ihr seid ja jetzt schon ein paar Mal wieder im Unterricht gewesen. Es war schön, euch mal wiederzusehen. Und ihr habt jetzt alle angefangen mit der schriftlichen Division, also mit dem schriftlichen Geteiltrechnen. Beziehungsweise ihr fangt jetzt gerade vielleicht auch damit an, habt heute oder morgen eure erste Stunde dazu. Und ich möchte mit euch einfach nochmal die Aufgaben hier nochmal wiederholen, wie man schriftlich geteilt rechnet. Das habt ihr in der Schule vielleicht schon so ein bisschen gemacht, als auch als Hausaufgabe bekommen. Und ich möchte mit euch nochmal, ich mache noch ein bisschen Licht an, nochmal drei verschiedene Aufgaben machen. Das sind auch drei verschiedene Aufgaben, wo alle wo überall was Unterschiedliches passiert, aber wo der Mechanismus, also wie das Ganze ablaufen wird beim Geteiltrechnen, trotzdem immer gleich bleibt. Und zwar heißt meine erste Aufgabe hier 625 geteilt durch 5. Und bei diesen schriftlichen Geteiltaufgaben, vielleicht erinnerst du dich heute oder wenn du es dann demnächst besprichst daran, du guckst immer, wie oft passt die 5, also oder wie oft passt diese Zahl in diese erste Zahl rein. Also in dem Fall, wie viel Mal passt diese 5 in diese 6 rein? Einmal. Die 1 schreibe ich hinten hin, hinter das Gleichzeichen, also in mein Ergebnis rein. Denn einmal 5 ist 5. Einmal passt die da rein. Mehr geht nicht. So, jetzt habe ich, die 5 passt also einmal in die 6 rein. Die schreibe ich jetzt unter die 6. Denn einmal 5 ist 5. Und diese 5 muss ich jetzt von der 6 abziehen, denn ich habe ja da noch einen Rest übrig. Also sie passt ja nicht genau rein, sondern die 6 ist ja um ein größer, also 6 minus 5, Strich drunter, ist 1. So, das ist der Rest. Jetzt angel ich mir diese Zahl als nächstes noch dazu, die 2, die schreibe ich jetzt dort unter die 1. Jetzt habe ich eine 12. Und jetzt frage ich mich wieder, wie viel Mal passt denn die 5 in die 12 rein? Einmal 5 ist 5, 2 mal 5 ist 10, 3 mal 5 ist 15, das ist zu viel. Zweimal also. Das schreibe ich wieder hinten in das Ergebnis rein. 2 mal 5 ist 10, also schreibe ich die 10 unter die 12. Schreibe wieder ein Minus davor. 12 minus 10 sind 2. Und so sieht das Ganze dann aus. Im letzten Schritt angle ich mir jetzt die nächste Zahl runter, die 5. Hier runter. Und mit der 2 zusammen, die ich gerade hingeschrieben habe, ergibt das 25. Und jetzt wieder 25 geteilt durch 5. Wie oft passt die 5 in die 25 rein? 1 mal 5 ist 5, 2 mal 5 ist 10, 3 mal 5 ist 15, 4 mal 5 ist 20, 5 mal 5 ist 25. Also minus 25, da kommt 0 raus, ich bin fertig, mein Ergebnis ist 125. Jetzt kommt eine neue Aufgabe, ist wieder eine geteilte 5-Aufgabe, direkt darunter. 827 geteilt durch 5. Ich fange genau wieder gleich an. Wie oft passt die 5 in die 8? Einmal. Also hinten wieder ein 1 und unter die 8 schreibe ich eine 5, Minus davor, Strich drunter. So sieht das Ganze dann aus. 1 mal 5 ist 5. Daraus ergibt sich hier ein Rest, den ich jetzt hier abziehe, von 3. 8 minus 5 ist nämlich 3. Ich angle mir die 2 nach unten, sodass ich eine 32 habe. 32 geteilt durch 5. Wie oft passt die 5 jetzt also in die 32 rein? Eben hier oben waren es ja schon 5 mal 5 sind 25, also mache ich da jetzt einfach mal weiter. 6 mal 5 sind 30, das passt. Die 6 hinten beim Ergebnis eintragen, die 30 unter die 32 mit einem Minus wieder. Hier hinten ist die 6. 6 mal 5 sind 30, Minus gerechnet. Jetzt kommt ein Rest von 2 raus. Ich hole mir die 7 runter von oben. 27 geteilt durch 5. Wie oft passt die 5 in die 27? 5 mal.
Denn 5 mal 5 sind 25. Ich rechne wieder minus 2. Ja, 5 mal 5 sind 25. Das rechne ich minus 2. Wie oft passt die 5 in die 2? Das geht nicht mehr. 0 mal brauche ich nicht hinschreiben. Also ist das mein Rest. Denn ihr wisst ja, bei Geteiltaufgaben kann es auch sein, dass ein Rest übrig bleibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt 9 Kekse habe und zwei Personen habe, die die Kekse essen sollen, dann kann ich immer abwechselnd Kekse verteilen. Aber der 9. Keks, der bleibt übrig. Den könnte ich vielleicht noch halbieren oder so. Aber in dem Fall ist es genau das Gleiche. Hier habe ich einen Rest und den schreibe ich mit einem R für Rest hinter mein Ergebnis. Also ist mein Ergebnis hier in dem Fall 165 Rest 2. Das mache ich immer dann, wenn meine Zahl hier unten kleiner ist als die Zahl, die ich geteilt rechnen muss und ich keine Zahl mehr habe, die ich von oben runter angeln kann. Letzte Aufgabe ist diese hier, auch eine geteilt durch 5 Aufgabe. Das sind 100, Entschuldigung, 16.575 geteilt durch 5. Ich fange wieder an. Wie oft passt die 5 in die 1? Jetzt könnte man sagen, oh, 0 mal, bleibt ja schon Rest übrig. Nee, in dem Fall nicht. Denn ich habe hier noch jede Menge Zahlen dahinter, die ich dafür nutzen kann, um weiterzurechnen. Wenn also jetzt hier die Zahl kleiner ist vorne als die Zahl, mit der ich geteilt rechne, nehme ich mir einfach die nächste Zahl mit dazu. Also mache ich aus der 1 eine 1 und eine 6, also eine 16. Und frage mich jetzt, wie oft passt die 5 denn in die 16 rein? 1 mal 5 ist 5, 2 mal 5 ist 10, 3 mal 5 ist 15. Dreimal also. Und schreibe jetzt 3 mal 5 sind 15, die 15 mit einem Minus unter die 16. Und rechne jetzt einfach wie eben weiter. Ja, 3 mal 5 ist 15, das schreibe ich hier mit Minus drunter. Was bleibt hier ein Rest übrig, wenn ich 16 minus 15 rechne? Genau 1. Und dann angle ich mir als nächstes die 5 von oben wieder herunter. Und jetzt rechne ich wieder weiter. 15 geteilt durch 5 sind ebenfalls 3. Das hatte ich gerade schon. 3 mal 5 sind 15. Huch, da bleibt ja jetzt ein Rest von 0. Denn 15 kann ich ja perfekt ausrechnen. Aber ich bin ja hier noch nicht fertig. Ich habe hier noch Zahlen stehen. Ich angle mir jetzt also zu dieser 0 einfach die 7 dazu und rechne jetzt einfach mit 7 geteilt durch 5 weiter. Ja, nur weil ich jetzt auf 0 gerade gekommen bin, zufällig, mittendrin in der Aufgabe, bin ich aber noch nicht fertig, solange ich noch oben Zahlen habe. Ich angle mir die 7 runter. 7 geteilt durch 5. Ich rechne einfach ganz normal weiter. Da passt die 5 einmal rein. Das schreibe ich wieder ins Ergebnis. 7 minus 5 sind 2. So sieht das dann hier unten aus. Ja, ich habe die 5 wieder hier unten hingeschrieben. Einmal 5 ist 5. Abgezogen, Rest 2. Und als letzte Zahl muss ich mir noch diese 5 hier runterangeln. Langer Weg. Düdel, hier unten hin. Dann kommt da 25 raus. 25 geteilt durch 5 habe ich jetzt eben ein paar Mal schon gerechnet. Sind 5. Minus 25 unten, ich komme auf 0. Jetzt habe ich wirklich keine Zahl mehr, die ich runterholen kann. Also ist mein Ergebnis 3315. Ja? Also bei der Aufgabe denkt dran, wenn am Anfang eine Zahl steht, die kleiner ist als die Zahl, mit der ich durch die ich geteilt rechne, nehme ich einfach die nächste mit dazu. Wenn ich zwischenzeitlich mal bei einer Aufgabe auf 0 komme, gucke ich, habe ich noch Zahlen, die ich noch trotzdem mir darunter angeln kann, um weiterzurechnen. Erst bei der letzten Aufgabe sollte 0 stehen und ich darf mir keine Zahlen mehr unten holen, also dann bin ich auch wirklich fertig. Genauso gut kann es aber auch sein, dass meine letzte Zahl kleiner ist als meine Zahl, durch die ich geteilt rechne. Das ist dann aber mein Rest, der übrig bleibt, sofern ich keine Zahlen mehr habe, die ich hier runter angeln kann. Übe dieses Geteiltrechnen in deinem Flex- und Flow-Heft jetzt ganz fleißig weiter, die Aufgaben, die du morgen bekommst oder die du zu Hause rechnest. Und dann, falls du noch eine Frage hast, werde ich sehr gerne dazu natürlich auch weiterhin ein Video machen, wenn ich die Zeit finde. Denn für mich geht es jetzt bald auch wieder los, für die Klasse 1 Unterrichtsaufgaben zu erstellen. Aber auch für Klasse 2 werde ich noch ein bisschen weitermachen, Aufgaben zu machen diese Woche noch. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, lass es mich wissen.
Wenn es noch was zu klären gibt, dann mache ich euch gerne Aufgaben fertig oder wir besprechen die hier. Und ansonsten sehen wir uns ja jetzt alle in der Schule wieder. Also, schönen Abend noch. Tschüssi.